Berlin. Vor der Bundestagswahl. Hackerangriffe auf die Politik. Eine reale Bedrohung. Eine komplexe Organisation wie der Bundestag, so eine Institution lässt sich kaum absichern. Wer versucht, die Bundestagswahl zu beeinflussen? Neben Hackern arbeiten auch andere, zum Beispiel mit Falschmeldungen, intensiv an der Meinungsmache im Netz. Ziel: maximale Verunsicherung. Die Art und Weise, wie das jetzt im Wahlkampf aufgegriffen wird, die hat sich schon extrem verändert. Infokrieg im Netz. Bei den Wahlen in den USA und Frankreich fester Bestandteil. Jetzt auch in Deutschland? Wir wollen wissen, wie frei und gleich wird diese Wahl? Nachdem Hacker bei den Präsidentschaftswahlen in den USA und Frankreich eingriffen, wie gefährdet ist Berlin? Und welche Rolle spielen Fake News? Gefälschte Nachrichten verunsichern, wiegeln auf. Was passiert in Deutschland? Was haben Hacker hier vor? Sind unsere Abgeordneten gut geschützt? Müssen wir mit gezielter Einflussnahme aus anderen Ländern rechnen, etwa aus Russland? Berlin 2015. Hacker dringen in das Netz des Bundestages ein. Unbekannte haben das Computernetz des Bundestages attackiert. Hacker hätten versucht, in die IT-Systeme einzudringen, sagte Parlamentspressesprecher Hebecker in Berlin. Mit einer gefälschten Mail, vermeintlicher Absender UN, betreff Ukraine-Konflikt, gelingt den Angreifern der bis dahin größte bekannt gewordene Datendiebstahl im deutschen Parlament. 16 Gigabyte werden gestohlen. Das entspricht etwa 8 Millionen Seiten Papier. Carsten Nohl ist Cybersicherheitsexperte aus Berlin. Weltweit schützt er IT-Systeme globaler Konzerne. Er hat für uns den Bundestagshack analysiert. Wer draufgeklickt hat, ist mit einer Webseite präsentiert worden, die ohne Zutun des Nutzers den Computer übernommen hat. Und über wenige initial infizierte Computer hat diese Gruppe sich dann im Bundestagsnetz ausbreiten können, bis zur vollen Kontrolle über dieses Netz. Sind die Angreifer im Netz, haben sie vollen Zugang zu den Daten, können das Computersystem oder einzelne Rechner manipulieren? Staaten können sich kaum vor diesen Gruppen schützen, da Staaten in sich eine zu komplexe IT-Landschaft haben. Der Bundestag und deutsche Parteien wurden auch vor und nach 2015 immer wieder Ziel von Hacking-Angriffen. Marie-Louise Beck ist Osteuropapolitikerin. Sie setzt sich seit Jahren für Oppositionelle in Russland ein und kritisierte auch die russische Invasion der Krim. Kurz darauf wird sie Opfer einer Hacking-Attacke. Bei mir hat im Februar 2014 der erste Zugriff über einen Trojaner, also die Einschleusung auf einen Rechner in meinem Büro stattgefunden. Es hat 2 Jahre gedauert, bis genau identifiziert werden konnte, dass die Hackergruppe, die hinter diesem Angriff stand, genau dieselbe war, die die Clinton-Administration, die Clinton-Wahlkampagne gehackt hat. Wer ist diese Gruppe, die in Amerika und Deutschland Politiker angreift? Und wie geht sie vor? Perfekt. John Podesta. Er war Wahlkampfleiter von Hillary Clinton. Sein E-Mail-Konto wurde gehackt. Sein Team fiel auf eine gefälschte Google-Mail herein. Die Attacke gegen John Podesta wurde einen Monat vor der US-Präsidentenwahl bekannt. WikiLeaks veröffentlicht heute Inhalte aus John Podestas gehacktem privaten E-Mail-Account.
Es gab eine ganze Welle von Angriffen. Auch der Server der Demokraten wurde gehackt. Im Wahlkampf ein Super-GAU. Es hat unserer Kandidatin geschadet und unserer Partei. Es begann mit dem Hacking der Server der Demokraten und ging dann über in das Hacken von privaten Accounts einiger Parteimitglieder, inklusive meinem. Das wurde dann zur Waffe. Die E-Mails, insbesondere meine, wurden in einer Weise veröffentlicht, dass ein maximaler Schaden für Hillary Clinton entstand. Podesta ist Opfer eines sehr typischen Hacking-Vorfalls geworden. Wenn wir Organisationen testen, haben wir Erfolgsraten von um die 60%. Das heißt, die Mehrheit der Mitarbeiter fällt auf Phishing hinein. Und es ist für den normalen Mitarbeiter auch sehr schwierig zu unterscheiden. Ist es jetzt nur noch eine E-Mail, die einen nochmal dazu auffordert, irgendwelche Sicherheitsmerkmale zusätzlich anzuschalten? Oder ist es plötzlich eine Phishing-E-Mail, die sich erstmal genauso anfühlt und genauso liest? Laura Galante, Hackerjägerin. Laura Galante ist eine renommierte Cyberspezialistin der USA. Sie hat die Hackervorfälle auf Amerikas Demokraten untersucht. Dabei traf sie auf Spuren, die sie schon lange kannte. In 2014 hatten wir als Teil unserer Untersuchung einiger Vorfälle bei FireEye die Möglichkeit, Spuren in dieser Schadsoftware aufzuzeichnen. Wir konnten zeigen, dass der wahrscheinlichste Sponsor, der diese Werkzeuge gebaut hat und die Aktion durchgeführt hat, die russische Regierung war. Das war noch 2014, bevor die ganze Sache in den USA politisch heiß wurde. 2016 tauchten dann dieselben Werkzeuge in dem Hack der Demokratischen Partei auf. Und das war ein Moment, in dem viele aus der Sicherheitsbranche sagten: Sehen wir gerade wirklich die russische Regierung, wie sie Hacker finanziert, die ins Netzwerk einer amerikanischen Partei eindringen? Die Spezialisten analysieren die Schadsoftware, ordnen sie der Gruppe APT28 zu. Immer wieder stoßen sie nach Cyberattacken auf Spuren dieser Gruppe, bei den Angriffen auf die Welt-Anti-Doping-Agentur, die Ukraine oder das französische Fernsehen. Was passiert mit den 16 Gigabyte gestohlenen Daten? Die Täter seien dieselben wie in den USA. Davon geht neben Laura Galante auch der deutsche Verfassungsschutz aus. Wir haben feststellen müssen, dass immer wieder auch deutsche Parteien, deutsche Politiker, Einzelpersonen Gegenstand auch von Cyberangriffen von APT28 oder anderen APTs, die wir russischen Diensten zuordnen, waren. Wir sind in Moskau. Beeinflussen von hier aus Hackergruppen wie APT28 westliche Wahlkämpfe? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Hacks im Auftrag der russischen Regierung stattfinden? Es gibt bislang dafür keine offengelegten Beweise, auch von den deutschen Sicherheitsbehörden nicht. Der Journalist, den wir hier treffen, verlegt eine investigative Zeitschrift, The Insider. Er hat keinen Zweifel, dass Putin und eine Untergruppe des Militärgeheimdienstes in die Wahlkampf-Hacks verstrickt sind. Auch wenn das von offiziellen Stellen stets dementiert wird. Roman Dobrokhotov ist sich sicher, Auftraggeber ist Putin. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Putin ein KGB-Offizier war, der mit KGB-Traditionen und Spezialoperationen, die Erpressung und Kompromittieren beinhalten, groß geworden ist. Und Hackerangriffe können dafür benutzt werden, um auf verschiedene Politiker Einfluss auszuüben. Das ist kein Zufall, dass Donald Trump im Verdacht steht, Opfer einer solchen Spezialoperation gewesen zu sein. Wir treffen Andrei Soldatov. Kenner der russischen Geheimdienste. Für ihn ist klar, die russische Regierung führt schon lange einen Informationskrieg. Soldatov recherchiert intensiv auch über Gruppen wie APT28. Arbeitet die Gruppe im Auftrag des Staates?
Es ist möglich nachzuweisen, ob es eine staatliche Unterstützung gab. Das kann man tun, indem man überprüft, wie viele Ressourcen aufgewendet wurden, wie viel Zeit dafür aufgebraucht wurde. Diese Schlüsse lassen sich dann ziehen. Und es gibt einen Konsens zwischen den Experten auf der ganzen Welt, dass die Beweislage dafür ausreicht, um das Land zu bestimmen, aus dem die Attacke kommt, und ob es eine staatliche Unterstützung gegeben hat. Aus dem Pressebüro des russischen Präsidenten heißt es, man kenne APT-28 nicht. Und Russland und die russische Regierung seien nie an irgendwelchen Cyberattacken beteiligt gewesen. Wieder in Deutschland. Im Nationalen IT-Lagezentrum im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hier sollen vor allem Cybersabotageakte gegen Bundesbehörden oder kritische Infrastruktur abgewehrt werden. Ich glaube, es geht nicht um hundertprozentigen Schutz. Es wird niemals auch eine hundertprozentige Sicherheit geben. Es geht darum, dass man ein vernünftiges Risikomanagement implementiert, dass man die Mitarbeiter entsprechend schult, dass man nicht nur sagt, wir bauen, um ein Bild zu nehmen, eine mittelalterliche Stadtmauer um die Stadt herum und damit ist die Stadt sicher, sondern man verriegelt eben auch noch die einzelnen Häuser. Man hat verschiedene Sicherheitskonzepte. Das bedeutet für den BSI-Präsidenten, dass sich auch die politischen Parteien besser schützen müssen, um solche Angriffe abzuwehren. Wir haben die Netze der Bundesverwaltung deutlich verbessert, eine tiefergehende, optimierte Verteidigung dort aufgebaut, sodass wir frühzeitig erkennen, wer versucht einzudringen, wer versucht auch Daten abzusaugen. Wir härten teilweise auch die Parteien mit Hilfe von Penetrationstests, um zu sehen, ob die IT-Systeme auch dort besser geworden sind, wo es vielleicht noch bestimmte Lücken gibt. Penetrationstests sind gutartige Test-Hacks, die Schwachstellen in Computersystemen finden sollen. Carsten Nohl ist jemand, der im Auftrag von Unternehmen solche Tests durchführt, damit Geld verdient. Dabei zeigt er und sein Team regelmäßig, dass nahezu jedes System Schwachstellen hat, die böswillige Angreifer ausnutzen können. Sehr oft sind es einfach die Nutzer, die Fehler machen. Schwachstelle Mensch. Opfer werden dazu gebracht, Schaddateien selbst auszuführen. Der überwiegende Teil von erfolgreichen Hacking-Angriffen auf große Firmen und Regierungsstellen der letzten Jahre hat eine Hacking-Methode beinhaltet, das sogenannte Phishing. Beim Phishing schickt ein Hacker eine präparierte E-Mail, häufig mit einem Dokument angehangen oder mit einer präparierten Webseite, auf die verlinkt wird, und suggeriert, dass das Opfer draufklicken soll. Schon kann der Angreifer auf sensible Daten zugreifen, hat Zugang zum dazugehörigen Netzwerk. Wie einfach so ein Angriff funktioniert, demonstriert uns Carsten Nohl. Mit wenigen Klicks verwandelt er ein simples Dokument in ein böswilliges. Wir können dieses Dokument einfach umbauen, indem wir noch eine vierte Funktion hinzufügen, die beim Öffnen des Dokuments gleich böswillig ein Virus auf diesem Computer installiert und dem Hacker volle Kontrolle über den Computer gibt. Volle Kontrolle über den Rechner bedeutet, er kann auf alles zugreifen, auf die Webcam und auf alle Daten. Es reicht ein Abgeordneter, ein Mitarbeiter, der nicht aufpasst. Das macht den Wettlauf um Sicherheit mit den Angreifern aus dem Netz so schwierig. Welche Konsequenzen ein erfolgreicher Hack haben kann, das zeigt der US-Wahlkampf. Dort ging es nicht nur um die gehackten und veröffentlichten Daten von Hillary Clinton oder John Podesta. Es ging auch um das, was daraus gemacht wurde. Lügengeschichten, Fake News. Erst kam der Hack, dann die Verschwörungstheorie. Pizzagate war so eine. Die Lüge, Clinton und Podesta sollen in einen internationalen Kinderschänderring verwickelt sein, den sie aus einer Pizzeria heraus betreiben würden. Pizzagate ist real. Die Frage ist, wie real? Aber irgendwas passiert da. Irgendwas wird vertuscht. Das muss recherchiert werden. Das kann man nicht einfach Fake News nennen. Das sind die echten WikiLeaks-Enthüllungen. Das ist echt.
Das war eine komplett erlogene Geschichte über meine und Hillary Clintons angebliche Beteiligung an einem Kindersexring, der von einer Washingtoner Pizzeria aus betrieben wird. With a child sex ring run out of a pizza parlor in Washington D.C. Komplett ausgedacht, aber die Geschichte hat sich verselbstständigt. Das Team von Hillary Clinton hatte Pizzagate nicht auf dem Schirm. Von vielen unbemerkt mobilisierten die Verschwörer im Netz so für den Kontrahenten Donald Trump. Diese Geschichten fallen einem an gewöhnlichen Tagen überhaupt nicht auf. Sie tauchen nicht im Fernsehen auf, nicht in den normalen Tageszeitungen. Sie werden viral verbreitet über die sozialen Netzwerke. Ich denke, wenn ich zurückblicke, wir hätten diese Geschichten viel effektiver in den sozialen Netzwerken bekämpfen müssen. Wenn Sie sich Facebook anschauen, dann stellen Sie fest, dass die Top 20 Fake News-Geschichten eine größere Verbreitung hatten als die Top 20 realen Nachrichten. Sie hatten mehr Likes, wurden öfter geteilt in den letzten 75 Tagen vor der Wahl. Welche Fake News werden wir im deutschen Wahlkampf sehen? Seit Monaten hat die Tagesschau eine eigene Einheit, die sich um Lügengeschichten im Netz kümmert. Patrick Gensing leitet die Gruppe aus Rechercheuren, die Falschaussagen entgegentreten sollen. Lange war man sich in der Tagesschau unsicher, wie man mit solchen Fake News umgehen soll. Schließlich will man sie nicht weiterverbreiten. Doch Pizzagate, das Millionen Menschen erreichte, zeigt, ignorieren funktioniert nicht. Patrick Gensing und sein Team durchsuchen das Netz auf Falschmeldungen, die stark verbreitet werden, recherchieren und stellen diese richtig. Das Ziel von solchen Kampagnen können Politiker aus verschiedenen Milieus sein, aber es richtet sich besonders oft gegen Grünen-Politiker, denen immer wieder Zitate in den Mund gelegt werden, dass sie irgendwie für Pädophilie seien oder dass sie Flüchtlinge ins Land holen wollen. Es sind oft Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, die angegriffen werden, denen verschiedene Sachen unterstellt werden. Gensing beobachtet, dass Fake News vor allem von rechts gestreut und verbreitet werden. Und wann werden die? Was wir in den vergangenen Wochen festgestellt haben, ist, dass so die Rhetorik der AfD wieder aggressiver wird. Eine Zeit lang war sie fast ein bisschen differenziert auf Facebook. Inzwischen fahren sie wieder mehr Angriffe. Simon Hegelich. Er leitet das Institut für Political Data Science, das einzige dieser Art in Deutschland. Er forscht nach politischen Strömungen im Netz. Wie funktioniert Politik im Internet, kurz vor der Wahl? Auch er sieht, Fake News sind im deutschen Wahlkampf angekommen. Momentan sehe ich die größte Gefahr eigentlich darin, dass wegen den ganzen Fake News so ein Klima entsteht, dass man sagt, ich glaube sowieso nichts mehr. Und dann verlässt man sich wieder auf was? Auf seine eigenen Netzwerke. Und wir sehen in Deutschland gerade, dass wir eben insbesondere von rechts her neue Netzwerkstrukturen, sehr dichte Netzwerkstrukturen sehen, wo die Leute tatsächlich in so einer Art Echokammer dann sind und in ihrer eigenen Meinung bestätigt werden. Und das kann zu einer sehr starken Polarisierung der Gesellschaft führen. Echokammer, so nennt man es, wenn man nur Inhalte zu lesen bekommt, die man gut findet, anderes nicht. Fake News haben es in Echokammern leicht, doch wie funktionieren sie? Ein Beispiel, eine Zahl des sogenannten Gatestone Institutes. 1600 Messerattacken in Deutschland, alleine in den ersten 5 Monaten. Tenor, es sei viel gefährlicher geworden. Verbreitet wird das von unzähligen migrationsfeindlichen Internetseiten und auch von der AfD. Seit Jahresbeginn gab es 1600 Messerattacken, rund 10 pro Tag. Deutschland ist nicht bunt, Deutschland ist gemeingefährlich. Die Zahl ist kompletter Unfug. Sie basiert nicht auf polizeilichen Statistiken, sondern ist selbst errechnet aus Pressemitteilungen der Polizei. Eine seriöse Ableitung, wie gefährlich Deutschland geworden ist, unmöglich. Immer wieder fällt uns der Gatestone-Institut-Autor Sören Kern auf. Er hat die Messerzahlen in die Welt gesetzt. Wie genau er darauf kommt, verrät er uns nicht. Alle Fragen bleiben unbeantwortet. Wer ist dieser Mann, der über eine New Yorker Website in Deutschland Angst vor Flüchtlingen schürt? Das Gatestone-Institut sitzt hier,
in der noblen Upper East Side in unmittelbarer Nähe zum Central Park. Wir versuchen, mit Kern ins Gespräch zu kommen. Guten Tag. Ich suche Sören Kern vom Gatestone-Institut. Finde ich den bei Ihnen? Herr Kern arbeitet für uns aus Europa. Der sitzt nicht hier. Wir sind vom deutschen Fernsehen und hätten ihm gerne ein paar Fragen zu einem Artikel gestellt, den er geschrieben hat. Dann schreiben Sie doch bitte eine Mail an unsere PR-Abteilung. Auch auf diese Mail erhalten wir keine Antwort. Oft tauchen die, die Fake News in die Welt setzen oder verbreiten, einfach ab. Auch die AfD will nicht mit uns sprechen. Nur der AfD-Kandidat Fest bezieht Stellung. Er wisse nicht mehr, in welcher Publikation er die Meldung gelesen hätte. Gatestone sei es nicht gewesen. Wie haben diese Geschichten überhaupt eine nennenswerte Verbreitung gefunden? Das soll Professor Hegelich für uns erforschen. Worauf wollen Sie bei den beiden Fake News achten? Wir werden bei den Fake News jetzt schauen, welche Spuren wir in unseren Daten finden, wie die verbreitet wurden und auch, ob Social Bots an der Verbreitung dieser Geschichten beteiligt waren und ob die vielleicht dazu geführt haben, dass die Geschichten größer gemacht wurden, als sie in Wirklichkeit waren. Warum verbreiten sich Fake News so wahnsinnig schnell und beeinflussen Menschen so leicht? Elisabeth Wehling, Sprachwissenschaftlerin in Berkeley, beschäftigt sich mit der Sprache von Populisten und Fake News. Wir treffen sie in Köln. Wehling hat untersucht, wie solche Nachrichten sich in unserem Gehirn festsetzen und welche Emotionen sie auslösen. Ja, es funktioniert immer dann besonders gut, wenn es sehr konkrete Bilder sind oder sehr einfache Sätze, Wörter, Ideen, die genutzt werden. Weil genau auf dieser Ebene, und das ist ja eine typische Sache bei diesen Fake News in bestimmten Internetnischen, weil genau auf dieser Ebene der sehr einfachen Bildsprache und sehr einfachen Konzepte das Gehirn am stärksten mitarbeitet. Je konkreter das Bild, desto nachhaltiger wirken Botschaften, desto einfacher manipulieren sie unser Gehirn. Zurück in München bei Professor Hegelich. Sein Team hat die Verbreitung der beiden Geschichten in sozialen Medien ausgewertet. Das ist jetzt die Entwicklung dieser Story in unseren Daten mit einer Epidemie an Messerattacken. 10-mal pro Tag wird in Deutschland zugestochen. Und jetzt können wir genau sehen, an welchen Tagen hat sich das am stärksten verbreitet. Und das ist halt hier direkt, als die Geschichte gepostet wurde im Internet, haben wir dann auch die stärkste Verbreitung. Doch die Messergeschichte wurde nicht nur von Menschen geteilt. Und da entdecken wir jetzt schon ein paar alte Bekannte. Einer der Nutzer, der diese Meldung am häufigsten verbreitet hat, ist der Nutzer Ivi Pitski, der von seiner Aufmachung her sehr deutlich mit der AfD sympathisiert. Und wo man hier einige Hinweise darauf findet, dass es sich vermutlich um einen Social Bot handelt. Hegelich findet mehrere Social Bots, die diese Fake News verbreiten. Social Bots, das sind Social Media Accounts, die so tun, als verberge sich hinter ihnen ein Mensch. In Wirklichkeit ist es ein Computerprogramm. Die Accounts senden automatisiert. In diesem Fall sind sie so programmiert, dass sie Aufmerksamkeit schaffen. Oft kopieren sie Posts automatisch und verbreiten sie zusammen mit anderen Bots 100, sogar 1000-fach. Es ist nicht ganz einfach, sie zu erkennen. Verdächtig ist jeder, der über 50 Postings pro Tag absendet. Super. Es wird ja immer gern gesagt, ja, aber das ist ja alles nichts Neues, Social Media, das hat es ja immer schon gegeben. Aber man muss einfach sagen, die Art und Weise, wie das jetzt im Wahlkampf aufgegriffen wird, die hat sich schon extrem verändert. Also dass es früher irgendwelche Aktionen gegeben hätte von irgendwelchen nicht näher benennbaren Gruppen, die versuchen, da einen Einfluss zu kriegen, das ist mir so nicht bekannt und das habe ich in den Daten nie gesehen. Nicht nur Fake News können uns beeinflussen. Auch eine neue Form der Wahlwerbung. Micro-Targeting. Jeden Nutzer auf Facebook ganz genau nach seinen persönlichen Interessen und Wünschen ansprechen. Kerstin Reitl von der Digitalagentur Nemix macht genau das. Allerdings für Firmen, nicht für Parteien.
Wenn wir Microtargeting nutzen, können wir überlegen, wen möchten wir wirklich bewerben? Wer soll unsere Botschaft sehen? Facebook weiß, wer wir sind und verkauft diese Daten. Je passgenauer, je teurer. Facebook speichert verschiedene Daten, unter anderem meine geografischen Daten, also von wo greife ich auf Facebook zu. Auch für Wahlwerbung können diese Daten jederzeit genutzt werden. Im extremen Fall würde der Nutzer bei Facebook dann nur die Wahlwerbung sehen, die in sein Weltbild passt. Es werden ganz unterschiedliche Daten verwendet. Es werden zum Beispiel auch verhaltensbezogene Daten verwendet. Also welche Seiten like ich, welche Artikel schaue ich mir an auf Facebook und auf welchen Drittseiten im Internet bin ich unterwegs. Donald Trump hat so Werbung für sich gemacht. Doch nutzen deutsche Parteien diese Form der Werbung? Wir haben uns ein rechtes Facebook-Profil zugelegt. Über Wochen haben wir Beiträge der AfD geliked. Und zusätzlich das, was uns eher flüchtlingsfeindlich, nationalistisch erschien. Unser Freundeskreis, AfD-Umfeld und oft noch viel rechter. Vor ein paar Tagen stoßen wir auf diese Werbebotschaft. Jens Spahn, CDU-Staatssekretär, wirbt mit diesem Posting. Sichere Außengrenzen für ein sicheres Europa. Seht ihr das genauso? Von Facebook erfahren wir, dass Jens Spahn AfD-Sympathisanten zwischen 22 und 48 Jahren damit ansprechen möchte. Die sehen diese Anzeige. In seiner Facebook-Timeline finden wir das Wort Außengrenze im letzten halben Jahr genau einmal. Warum duzt Jens Spahn AfD-Sympathisanten und wirbt gezielt um sie, ohne dass andere es sehen? Dazu kein Interview. Schriftlich heißt es: Die Anzeige, auf die Sie ansprechen, ist Teil einer Like-Kampagne für meine Facebook-Seite. Im Übrigen habe ich in unzähligen Interviews, Gastbeiträgen und öffentlichen Diskussionen die Position vertreten, dass Europas Außengrenzen sicher sein müssen. Dieser Post ist übrigens auch von Jens Spahn. Hier präsentiert er Deutschland ganz weltoffen, international. Dieser richtet sich auch nicht an AfD-Wähler, sondern an Großstädter zwischen 20 und 50 Jahren, erklärt das Büro Spahn. Bei Jens Spahn bekommen verschiedene Zielgruppen offenbar das, was besser zu ihrem Weltbild passt. Er nutzt die Echokammern zu seinen Gunsten. Die CDU-Bundespartei sagt dazu: Werbebotschaften an bestimmte Zielgruppen auszuspielen, hat sich zum Beispiel bei den Landtagswahlen dieses Jahres bewährt, bei denen wir Wahlaufrufe lokal in den Bundesländern ausgespielt haben. Wahlkampf 2017. Im Spannungsfeld von Hacking, Fake News und passgenauen Werbebotschaften. Was wird die Wahl wie stark beeinflussen? Noch kann das keiner beantworten. Denn noch nie wurde an so vielen Fronten mit solchen Mitteln um die Wähler gekämpft. Im Infokrieg.